So Leute, willkommen zurück zu Rusty Lake Roots. Ich wünsche euch übrigens frohe Ostern. Wir machen einfach mal weiter, ich mache jetzt weiterhin so. So, 1896, das Lügenspiel. Er ist ja eigentlich schon, also ihn haben wir ja schon mal tot gesehen, den Vater. Wenn er der Vater ist. Meine Schwester ist gestorben. Die Kombination beginnt mit 37. Der Schlüssel ist unten rechts in der im Bild. Okay. Der Schlüssel ist unter dem der Teufel hat ein hat mein Foto in seiner Tasche. Der Glockercode endet mit 46. Der Schlüssel ist unter dem Newspaper. Okay. Das hier leicht überprüfen. Gemälde untere rechte Ecke ist schon mal nicht. Oder das Gemälde. Ah. Okay, der Schlüssel ist im Gemälde untere rechte Ecke. Wer hat das behauptet? Du, ne? Okay. Frage ist, es ist ja ein Lügenspiel. Hat jeder eine Karte, die gelogen ist? Weil Emma scheint ja jetzt hier nicht dabei zu sein. Die High Priestess erzählt immer die Wahrheit. Der Teufel lügt immer. Der Chariot, also der Streitwagen, lügt nur einmal. Und die Königin lügt nur einmal. Gut. Seine Schwester haben wir bisher nicht sterben sehen. Bedeutet, ich würde ihn als Streitwagen sehen. Heißt, der Lockercode beginnt mit einer 37, würde ich sagen, stimmt. So, wir müssen uns die anderen aber noch angucken. Er liebt Ida nicht. Mein Bruder ist nicht verheiratet. Rechts vom Gemälde ist eine Karte versteckt. Ne, die war ja oben links, ne? Dementsprechend würde ich sagen, er ist der Teufel. Eine Karte ist oben links bei dem Foto, ja. Der Lockercode endet mit einer 94, könnte sein. Und es ist Sommer. Es ist nicht Sommer. Emma Vanderboom wurde tot gefunden. Oh. Unfall auf dem im Rusty Lake Hotel. Okay. Okay, das heißt, er erzählt uns, seine Schwester ist tot. Und der Lockercode beginnt mit einer 37. Wenn wir davon ausgehen, dass er einmal lügt, beginnt der Code damit nicht. Bei ihr habe ich ja viel Wahrheit gehabt, aber er hat ja schon zweimal die Wahrheit gesagt. Bedeutet, wenn er dreimal hat, dann ist er der immer die Wahrheit sagt. Sie könnte einmal lügen, dann wäre sie der Streitwagen. Dann endet es mit einer 94, also 37, 94. Probieren wir mal. Der Lockercode stimmt. Dann hat er immer die Wahrheit gesagt. So. Lookout Zeit. Haben wir ja gemacht. Chariot. Also. Die High Priestess erzählt immer die Wahrheit. Das wäre er. Der Teufel lügt immer. Das wäre er. Ist halt die Frage, der Chariot oder die Empress? Wartet mal.
Du bist der Teufel, ne? Also der Bruder ist verheiratet und die Karte ist nicht versteckt. Die Mutter hat einmal die Wahrheit gesagt, hat zweimal die Wahrheit gesagt und einmal gelogen. Also zweimal Wahrheit, einmal Lüge. So. Der Chariot lügt nur einmal, das wäre sie. Aber irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas stimmt noch nicht. Wartet mal. Was hat sie? Endet mit einer 46. Okay. Wie ist es bei ihm? Er hat gar keinen Code. Dann. Ach, jetzt kann ich auch hier nichts mehr machen. Okay. Ja, gut. Dann lügt er auf jeden Fall. Er ist die High Priestess. Der Chariot. Chariot. Ja, der Wagen lügt einmal. Die Kaiserin sagt einmal die Wahrheit. Teufel lügt immer. Die Hohepriesterin sagt immer die Wahrheit. Würde ich so unterschreiben. Würde ich tatsächlich. Wer schreibt mir denn jetzt schon wieder? Ist diesmal wenigstens was. Hallo? Jetzt tut's hier gar nichts mehr. Ist mein Windows abgestürzt? Okay. Ja, er hat das Foto von Ida in der Tasche. Das heißt, er liebt sie. Sie haben aber kein. Moment, sie haben keine Hochzeitsringe an, oder? Was hat der für Finger? Nee, das sind ihre. Seine sehen aber auch nicht gut aus. Aber er hat keinen Hochzeitsring an. Das bedeutet, er könnte einmal gelogen haben. Und. Einmal die Wahrheit gesagt haben. Und dann wäre er nämlich. Die Empress. Obwohl ich ihn eher in der Position des Todes sehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schau hinaus. Vielleicht muss ich nochmal rausgucken. Oh, da steht er. Der Schädel. Aber den Schädel haben wir ja mit den Voodoo-Puppen gesehen, ne? Oh, die muss ich ihm aufsetzen, ne? Er ist der Tod. Er ist sowas von der Tod. Ich glaube, er bringt hier alle um. Moment, jetzt habe ich mein Aufnahmefenster. Irgendwas stimmt mit meinem Windows gerade nicht. Der Herbst, die Seuche. Stand da Seuche oder Suche? Ja, er ist gestorben hier. Ihr Sohn. Tinte, okay. Das ist auf jeden Fall so eine Ecke. Ach so, wahrscheinlich der Bildanfang. Und das Bildende. Oh. Da fehlen uns aber noch Puzzleteile. Mein geliebter Sohn, ich suche dich schon sehr, sehr lange. Wenn du das findest, such mich in den Sternen, deine Mutter. Okay, jetzt habe ich hier Tinte. Nützt mir aber gerade nichts. Gut, in den Sternen.
Stern, das ist ja weiter oben. Aber es ist Tag. In den Sternen suchen kann ich natürlich erst nachts. Ach, warte mal. Nein, mein lieber Sohn, das hat sie geschrieben. Ich habe für einen Moment gedacht, ja, vielleicht hat es ja der Sohn für seine Mutter geschrieben. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ah, hier ist ein weiteres Stück Papier. Okay. Ah, also B ist 62. Okay. C und D haben keine Zahlen. Da muss ich wahrscheinlich rausgucken. Aber da sehe ich. Ach so, 33 ist die Kirche. Ah, das ist der Punkt 62, okay. Ach, guck mal. Nützt du mir irgendwas? Glaube nein. Das ist die 62, das ist das Hotel. Haben wir noch die Kirche und die Brücke. Warum bist du jetzt hier? Verstehe ich nicht. Ihm das Auge ausstechen? Hopp. In diesem Spiel wird man nach einer Zeit sehr makaber. So, da ist die Brücke. Die Brücke müsste aber hier noch weiter unten sein. Die ist nicht weit genug. Okay. Brücke müsste weiter unten sein, die Mühle und das Haus. Okay, das Haus, das wäre halt die 33. Und die Mühle wäre, ja, die 4. Minus A, minus. Okay. Habe ich mal einen Stift oder sowas? Ich habe gerade nichts hier. Okay. Wir haben 33, 62 macht 95. Und. Ach, keine Ahnung. Ach so, nee, Moment, ich muss wirklich gucken, wo das ist, ne? B ist da. Das ist auf dem Baum über dem Ding, das C. Okay, wartet mal. Das wäre hier. Das heißt 35. Das heißt, C ist 35. Bedeutet 62 plus 35 sind 97, wenn ich mich nicht verrechnet habe. So, bei der Kirche ist es ziemlich genau drauf. Ich noch weiter darüber gehe, geht nicht. Bedeutet, das ist auch die 33. Die Kirche ist allerdings. D. 33. Moment, was hatten wir jetzt gesagt? 97 plus 33 macht 120. Ne, 130. Und minus A, das ist auf dem Blatt von der Mühle. So, das wäre die 4. Also 126. Der Stempel.
Oh, aber das, was mir jetzt halt aufgefallen ist, der Stempel, das Symbol, das war auch eines der Symbole, die wir im ersten Teil gesehen haben. So. Oh, da wäre das letzte Stück Papier gewesen. Ich setze es nochmal. Damit es vollständig ist. Ach, jetzt kriegen wir sogar die komplette Karte. Okay. Okay, sie schickt das ans Hotel. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Oh, eigentlich sind wir durch, aber ich möchte eigentlich noch weiterspielen. Ich bin gerade gefesselt. Na gut. Aber Leute, es geht dann nächste Woche weiter mit Rusty Lake Roots. Wir sind jetzt ja knapp mit der Hälfte durch. Ich bin unfassbar gespannt, weil so langsam nimmt so einen dunklen Dreh und ich habe das Gefühl, das hat wirklich was mit den ganzen Gästen zu tun. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben und ja, wenn ihr es nicht macht, schicke ich Albert zu euch. Bis dann, euer Wolf. Kommt aufs Gleiche raus. Bis dann. Tschüss.